Bauchspeicheldrüsenkrebs. Pankreaskrebs ist eine bösartige Erkrankung, die dadurch zustande kommt, dass eine abnormale Zellteilung zu einer Zerstörung des Organs und zu einer lebensbedrohlichen Erkrankung führt. Das ist genau das Problem, dass die Symptome häufig eben nicht typisch sind. Es können unspezifische Oberbauchschmerzen sein, hinter denen sich natürlich auch eine harmlose Erkrankung verbergen kann. Es können Oberbauchschmerzen sein, die in den Rücken ausstrahlen. Alarmsymptome sind aber ein Gewichtsverlust oder ein schmerzloser Ikterus. Das bedeutet, dass der Patient gelb wird, weil die Galle nicht abfließen kann. Alarmsymptome sollten immer Anlass geben, zum Hausarzt zu gehen. Ja, die gibt es. Beeinflussbar sind davon das Rauchen und Alkoholkonsum. Diabetes mellitus und Adipositas sind weitere Risikofaktoren. Und dann ist eben auch die erbliche Bauchspeicheldrüsenentzündung zu nennen. Eine zwar sehr seltene Erkrankung. Patienten aber, die an einer erblichen Bauchspeicheldrüsenentzündung erkrankt sind, erleiden bis zum 70. Lebensjahr in 40% der Fälle eine Erkrankung an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Darüber hinaus gibt es auch noch in 5 bis 10% der Fälle den erblichen primären Bauchspeicheldrüsenkrebs. Äußert der Hausarzt den Verdacht auf einen Bauchspeicheldrüsenkrebs oder sind diagnostische Prozeduren durchgeführt worden, die diesen Verdacht ergeben, sollte der Patient unbedingt an eine Klinik gehen, die durch die Deutsche Krebsgesellschaft als Pankreaskarzinomzentrum zertifiziert ist, denn nur in diesen Kliniken wird sowohl die Diagnostik als auch die Therapie optimal durchgeführt.